Hey Leute, ich bin Rotax und wir spielen heute zusammen Minecraft. Ich werde hier nicht lange rumreden, ich werde einfach mal im Einzelspieler durchstarten gleich. Wir stellen uns hier natürlich eine neue Welt. Und dieser neuen Welt gebe ich den Namen Let's Play, denn ich werde hier so eine Art Let's Play draus machen. So, beim Spielmodus lassen wir ganz einfach überleben. Die weiteren Weltoptionen, die lasse ich eigentlich immer so wie sie sind, das heißt Bauwerke bleiben auf an. Dörfer, Tempel und Festungen werden also in unserer Welt generiert. Der Welttyp bleibt auf Standard. Cheats und Bonustruhen brauchen wir nicht, wir sind ja keine Pussys. Und der Standardwert für den Weltengenerator, den lasse ich auch mal frei. Das heißt, hier wird irgendein zufälliger Seed dann genommen. Und wir stellen uns jetzt hier unsere Let's Play-Welt. Die ist komplett zufällig generiert. Und mal gucken, in welchen Chunk wir spawnen. Also, was rede ich denn? In welchem Biom wir spawnen? Denn Minecraft ist hier in Biome eingeteilt. Und wir sehen, wir sind hier in einem Waldbiom. Das ist schon mal ganz gut. Denn hier ist sehr viel Holz und meistens auch sehr viele Tiere. Ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um, bevor ich irgendwo anfange, was abzuholzen oder was zu bauen. Der Chunk ist ja hier auch lustig generiert worden. Und hier sind Hasen. Also hier bleiben wir auf jeden Fall in der Nähe. Hier gibt es lecker Häschen. So, ich werde hier mal einfach ganz wild drauf los, diesen Baum hier fällen, und dann schaue ich mich weiter drauf. Also weiter in der Map um. Denn irgendwie brauchen wir auch Rohstoffe. Und wenn die hier so wachsen, ganze Zeit, naja, warum nehme ich die nicht mit? Aber das haben wir eh gleich erledigt. Bäume fällen gehört in Minecraft noch dazu. Und dann gucken wir uns nach einem Plätzchen um, wo wir unser Haus bauen können. Ich habe vor, irgendwie so eine Art, ja, wie soll ich das erklären? So eine Art Fantasy-Dorf zu bauen. Also ich will viele verschiedene Gebäude haben. Und ich will auch diesen Gebäuden immer eine Funktion zuweisen. Also zum Beispiel einen Bauernhof mit ganz vielen Tieren oder ganz viele Felder. Irgend sowas halt in der Art. Und ich sehe da hinten schon einen Fichtenwald. Das ist auch nicht so schlecht, wenn wir den in der Nähe haben. Dort sind oft Hunde. Und ich will ja auch viele Tiere haben hier im Let's Play. Und ich verspreche euch, es kommt mal so gegen den Anfang jeden zweiten Tag mal eine Folge. Oder vielleicht jeden ersten Tag. Kommt drauf an, wie gut ich jetzt hier mal zum Aufnehmen komme. Ich werde mich bemühen, dass jeden Tag eine kommt. Das soll ja so eine Art tägliches Let's Play hier draus werden. Und das machen wir so lange, solange es uns Spaß macht. Ihr könnt mir auch gerne Bauvorschläge geben. Und ich bin jetzt hier mal auf einen Baum geklettert, damit ich mich mal ein bisschen umsehen kann. So, und ich habe gerade Hundis gehört. Ja, da unten sind Hundis. Die werden wir uns später, sobald wir Knochen haben, holen. Ich glaube, ich renne noch ein bisschen in die Richtung da drüben, zu den Bergen. Und da drüben haben wir noch ein anderes Biom. Da drüben haben wir Schwarzeichenholz, dass ich es rausbekomme. Schwarzeichenholz, und ich habe mir gerade den Fuß gebrochen. Gleich mal zu Anfang an. Aber das verkraftet unser Charakter eh noch gut, denn wir haben ja genügend zu essen. So, das heißt, ich gehe jetzt mal darüber zu den ganzen Bergen. Muss ich mal durch den Fluss durch. Zack, und mal ein bisschen planschen gehen. So, da laufe ich jetzt mal hin. Na komm, lauf. Denn ich habe hier das erste Haus so geplant, also hätte ich mir so mal gedacht, dass ich mich so ein bisschen in den Berg reinbaue. Das ist für den Anfang an mal ziemlich sicher, also vor irgendwelchen Monstern oder ja, vor Creepern vor allem. Denn die können da nicht so leicht irgendwas wegsprengen. Weil der Tag-Nacht-Zyklus hier in dem Spiel ist ja etwa 10 Minuten, das heißt in 10 Minuten werden die ersten Monster hier spawnen und auftauchen. Und wir haben zurzeit, also ich kann einmal das Inventar öffnen, wir haben keine Rüstung, wir haben keine Waffen, wir haben nur ein bisschen Holz. Damit kommen wir mal nicht sehr weit. Aber egal, das ist mal nicht so schlecht, daraus machen wir uns jetzt gleich Werkzeuge. Sobald ich mal einen schönen Spot gefunden habe, wo wir bauen können. Dabei hüpfe ich mal hier durch die ganzen Bäume. Und ich glaube, hier drüben werde ich jetzt mal so quasi beginnen mit dem ersten Bauwerk. Und ja, für alle, die sich fragen, was für ein Mod ich hier drin habe, das ist nur Optifine. Damit die Grafik ein bisschen schneller ist, ein bisschen flüssiger rennt. Ja, und auch da kann man die Sichtweite höher drehen. Also ich habe hier mal die Sichtweite. Wo sind die hier? Bei Grafikeinstellungen, die habe ich jetzt mal auf Fahr gestellt. Ich kann die noch ein bisschen raufstellen. Und was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich es vergesse. Ich würde gerne am Anfang mal mit einem Ressourcenpaket spielen. Und dieses Ressourcenpaket ist Epicraft. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und ja, für alle, die das Standardtexturenpaket lieber mögen, mit dem wir gerade hier gespielt haben, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. So sieht dieses Texturenpack hier aus. Also mir gefällt das noch ein Tick besser als das alte. Also das
standardmäßiger. Denn hier sind die Farben einfach irgendwie ein bisschen besser, die Texturen sind hochauflösender. Das Gras sieht irgendwie ganz anders aus. Und ich habe jetzt sogar Weizenkörner rausbekommen, die kann ich später anpflanzen und ein bisschen Weizen draus züchten oder wachsen lassen. Und die Pilze nehme ich auch mal gleich mit, denn man kann von denen irgendwie nicht genug haben. Weil daraus können wir uns lecker, lecker Pilzsuppe kochen. Habe ich den jetzt eh mitgenommen? Ja. So. Was tue ich eigentlich? Ich wollte noch ein bisschen Holz sammeln für unser Bauwerk. Aber ich will ein bisschen Eichenholz haben. Also ich laufe jetzt, ich weiß, ich bin ein bisschen verwirrt, aber egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, dass wir bis zum Abend eine Behausung haben. Eine halbwegs schöne. Ich suche jetzt nur mal kurz ein bisschen Eichenholz und da drüben sehe ich eh schon einen Baum. Da laufe ich jetzt schnell hin. So, den reiße ich jetzt auch nochmal um. Und jetzt hat es irgendwie gerade sehr geruckelt. Ich glaube, der macht hier gerade Windows-Updates im Hintergrund. Jupp, das macht er gerade, naja. Wunderschön, wenn man gerade in die Aufnahme kommt und Windows-Updates gemacht werden. Und ja, ich weiß, ich frage euch jetzt ziemlich viel, aber es ist nun mal die erste Folge. Aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ich die Aufnahmen mit 30 FPS oder mit 60 FPS hochladen soll. Ich habe schon ausprobiert, also mit 60 FPS rennt es sehr, sehr flüssig, also es ist überhaupt kein Problem da. Ich kann auch toll aufnehmen, aber ich nehme jetzt mal kurz mit 30 FPS auf. Einfach weil die Dateien nachher nicht so groß sind, wegen dem Hochladen und so. Aber wenn ihr das wollt, lade ich auch gern mit 60 FPS hoch. Was mache ich hier eigentlich? Wenn ich irgendwas quatsch, crafte ich immer irgendwas. Also, ja, egal, ein bisschen Nachsicht bitte. Und das erste, was wir uns hier in dieser Werkbank bauen, die ich vorhin gebaut habe aus vier dieser Eichenholzbretter, ist eine Spitzhacke. Und mit der können wir jetzt mal so die Basissachen abbauen. Also Stein zum Beispiel oder ja, hauptsächlich eigentlich mal Stein. Und die Spitz, also diese Werkbank hier, die braucht man für so ziemlich alle Sachen, die man in dem Spiel craften kann. Die kann man, also die ganzen Rezepte, die man auf dieser Werkbank verwenden kann, sollte man sich irgendwie vorher mal im Minecraft-Wiki ein bisschen durchlesen. Denn das kann schon ziemlich viel werden mit den ganzen Rezepten und wow, hier ist eine ziemlich geile Höhle gleich mal in der Nähe. Ich habe ja vor, dass ich hier vorne irgendwo baue im Birkenwald. Hier ist auch gleich ein kleiner See daneben. Vielleicht werde ich. Also was jetzt gerade mit diesen Mikroruckern da rum ist. Keine Ahnung, was der gerade hat. Falls es zu viel wird, muss ich nur kurz pausieren, aber ich hoffe mal, der fängt sich hier wieder. Jetzt haben wir wieder flüssige 60 FPS, also. Ja, ich bin jetzt mal optimistisch. Und ich hätte mal gesagt, hier irgendwo bauen wir uns unsere Behausung mal hin. Und ich denke, das könnte hier ganz nice werden. So, das heißt, ich stelle die Werkbank jetzt mal hier irgendwo hin und grabe mich jetzt mal. Ich glaube, da unten habe ich gerade Stein gesehen, ja. Ich grabe mich hier mal einfach in den Fels rein und baue hier ein paar so Pflastersteine ab oder Bruchsteine, wie die jetzt heißen. Die wurden ja seit dem letzten Update umbenannt. Davon brauche ich mal nicht allzu viele, denn ich will jetzt nur mal die ganzen Standardwerkzeuge damit herstellen, weil die Holzwerkzeuge sind von der Haltbarkeit die schlechtesten, sind auch von der Geschwindigkeit her die langsamsten, also nicht sehr gut eigentlich. Für den Anfang, also für den Anfang reicht's aber. Ich steige jetzt sofort mal um auf Steinwerkzeuge. Und ich zeige euch jetzt mal, was für Werkzeuge es hier alles gibt. Also die Spitzhacke, die kennen wir ja schon. Das ist einfach so eine Linie gerade drüber über die Stöcke. So, dann gibt's hier die Axt. Das sind drei von diesen Bruchsteinen so angeordnet. Und dann gibt's hier noch die Schaufel. Die sieht so aus. Und damit wir uns auch ein bisschen verteidigen können, falls ein Monster kommt. Oh, das war ein Stock zu viel. Brauchen wir natürlich auch ein Schwert, weil jetzt sind wir dabei ja sonst komplett wehrlos. So, das war die Werkbank und jetzt gehen wir hier noch ein paar Bäumchen umfällen, denn wir werden ziemlich viel Holz brauchen, alleine für die ersten Sachen wie Kohle herstellen aus Holz, denn wir gehen jetzt noch nicht in der Höhle, also zumindest nicht gleich am Anfang, denn das will ich mir nicht erlauben, dass ich hier gleich sterbe in der ersten Folge oder in der zweiten. Das wäre nicht so toll. Aber egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und ich mache mir jetzt mal aus dem Holz hier ein bisschen Kohle, damit wir uns Fackeln machen können, denn in der Nacht wird es ziemlich dunkel werden hier. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen Licht haben in unserem Unterschlupf. Und ich schaufel jetzt hier mal die ganze Erde weg, damit es wieder was aussieht. Ich werde hier überhaupt einiges so an Landschaftsanpassungen vornehmen müssen in dem Let's Play, denn ich mache mir die Landschaften immer so, wie sie mir gefallen. Also ich will das nicht so haben, dass ich jetzt in eine Landschaft reinkomme und ja, die Landschaft ist schön und ich passe mich einfach der Landschaft an. Ich will irgendwie, dass sich die Landschaft mir anpasst und das heißt, ich passe die Landschaft an mich an, nicht umgekehrt. Also es werden schon ein paar längere Baufolgen auch kommen, aber ja, das ist Minecraft.
Leute, das ist Minecraft. Was wollt ihr daran ändern? Das Spielprinzip ist immer noch gleich geblieben. Man versucht immer noch irgendwie zu überleben und sich irgendwelche schönen Sachen zu bauen. Und dazu muss man halt Zeit irgendwie auch in die ganzen Bauwerke investieren. Also nicht irgendwie die ganze Zeit rumhaten, dass ich hier so lange irgendwas baue, aber das gehört einfach dazu zu Minecraft. Also, falls euch das Spiel nicht gefällt, einfach woanders gucken, also halt einfach ein anderes Spiel gucken. Und falls euch meine Moderation nicht gefällt, einfach woanders gucken. Aber ich werde mein Bestes geben, ich werde versuchen, auf eure Kritik einzugehen. Und ja, wir werden ziemlich viel Spaß haben, hoffe ich, an dem Let's Play. So, meine kleine Hobbithöhle hier sieht ja schon mal nach ein bisschen was aus, also man kann schon etwas erkennen, wo der Trend hingeht. Ich schlage hier mal nur so ein Loch in den Berg, damit wir uns hier unsere erste Behausung bauen können. Aber das bleibt natürlich nicht unsere Hobbithöhle, das wird noch alles schön ausgebaut und verschönert, dekoriert. Wir werden viele Zimmer hier haben und im Wald werde ich dann mit dem Dorf beginnen, das ich ja vorhabe zu bauen, dieses Fantasy-Dorf. Und das erste Bauwerk, würde ich mal sagen, ist so eine Art Bauernhof, denn man braucht zum Anfang irgendwie sehr viel Essen. Also wir haben jetzt schon sehr viel Hunger und ich sammle auch hier gerade die Setzlinge ein, die der Birkenbaum hier alle droppt. Hier, die seht ihr da oben, die kommen aus den Blättern raus, wenn man die fällt. Und ich werde mir jetzt mal oben das Schwein hier holen, das habe ich gerade gesehen. Das läuft hier auf dem Baum rum. Aber das haben wir gleich. Es sind überall überhaupt sehr viele Schweine in der Gegend, ist mir aufgefallen. Da oben auf dem Berg stehen auch welche. Na, du lecker Schnitzel auf vier Beinen, komm her da. Na komm. Irgendwann flüchten die Tiere. Ich will doch nur ein lecker Schnitzel haben. Das haben wir noch auf dem Grill und dann panieren wir es. Das Schwein. Und die ganzen Freunde hier nehmen wir auch gleich mit. Aber ich werde natürlich nicht alle Tiere hier töten, denn wenn man die alle tötet, dann die spawnen sehr langsam nach, die ganzen Tiere. Dann dauert das ewig, bis man wieder Tiere in der Umgebung hat und ich will die eigentlich schon, bevor ich auf ewig darauf warten muss, dass die wieder spawnen, will ich die ganzen Tiere hier züchten. Also und die Map ist ja hier ein Traum, also auch mit dem Texturenpaket, das sieht doch mega geil aus, oder? Ich meine, der Schnee passt hier gerade nicht so dazu, aber das ist aber einer gewissen Höhe nun mal so, da schneit's. Also der Sonnenuntergang hier in Minecraft, das ist schon was Schönes. Vielleicht stelle ich auch noch die Render Distance ein bisschen rauf, also wie weit man hier sieht. Ja, das sieht schon extrem geil aus, wenn man hier steht. Und die Kuh nehme ich auch noch mit, dass wir ein bisschen Leder haben. Aber jetzt sollte ich mich schön langsam auf dem Weg zurück in den Unterschlupf machen, denn es wird sehr schnell sehr dunkel werden. Und wir haben irgendwie noch gar nichts. Ja, wir haben noch gar nichts, aber wird schon kommen. So, ich sollte mir hier keinen Fuß brechen beim Runtergehen, weil wir haben wirklich Hunger gerade. Ja. Da habe ich es auch schon verschrien. Die ganzen Setzlinge hole ich mir noch schnell und jetzt baue ich mal hier ganz provisorisch einfach mal eine Wand rein. Die ist nicht schön, die ist jetzt nur mal zweckmäßig, damit wir überhaupt eine Wand haben. Irgendwas. Scheiße, da ist ein Zombie. Ich wusste, ich habe was gehört. Alter, bringt mich jetzt. Nee, du bringst mich um, du Scheißviech. Boah, habe ich mich gerade erschreckt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich mache hier schnell mal alles dicht. Zack, zack. Boah, ich habe irgendwas am Ohr gehört. Also, ich habe hier gerade irgendwas bei meinen Kopfhörern gehört, dass was näher kommt, aber irgendwie habe ich das gerade nicht so realisiert. Scheiße. Fast gestorben in der ersten Aufnahme. Also, das geht gar nicht. Gut, egal. Das haben wir jetzt überlebt, nochmal Glück gehabt. Das erste, was ich jetzt wieder baue, mal hier drin im Unterschlupf, ist ein Ofen. Den stelle ich mal einfach hier hin und aus dem Ofen, also im Ofen, backe ich jetzt mal, weiß nicht, 5 Kohle oder so, das reicht mal für den Anfang. Dann bekommen wir auch hier Licht rein. Also der Ofen spendet schon ein bisschen Licht, aber der geht ja irgendwann wieder aus. Dann brauchen wir die Fackeln, aber die stellen wir uns jetzt gerade her. Und während hier die Nacht vergeht, denn ich habe leider noch keine Schafe gesehen, damit wir uns hätten ein Bett machen hätten können, aber egal, ich grabe jetzt hier mal ein bisschen weiter. Wir müssen sowieso das Haus ausbauen. Also schadet das schon mal nicht, wenn wir jetzt hier die Nacht durchmachen. Der Typ in Minecraft braucht sowieso keinen Schlaf, aber normalerweise versuche ich hier zu schlafen, denn wie ihr gerade gesehen habt, am Abend kommen die Zombies raus und die ganzen Creeper, also die sind die schlimmsten. Zum Glück ist der nicht gekommen. Der hat uns hier gleich mal die ganze Wand wieder weggerissen.